wenn Sie die Lehrenden fragen, das ist ein bisschen wie an der Schule, dann sagen wir, sie machen schon ganz viel Party, die Studis. Das darf man aber vielleicht nicht als Maßstab nehmen. Es ist schon so, dass man frei ist. Es ist so, dass man gerade in einer Stadt wie Berlin sehr, sehr viel machen kann. Und die Studis finden auch zusammen. Sie können alle möglichen Interessen, die sie jemals hatten, hier in dieser Stadt ausleben. Das ist toll. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sein und sagen, dass mein erstes Studienjahr das totale Partyjahr war. Also ich habe wirklich richtig viel gefeiert im ersten Semester und dann so nach 2,5 Monaten gemerkt, oh, so in einem Monat sind Prüfungen. Und da war dann so ein kleiner Cut, dass man gemerkt hat, okay, ich muss so ein bisschen gucken, wie viel muss ich studieren, wie viel kann ich feiern oder private Sachen machen. Und das hat sich auch von Semester zu Semester immer mehr reguliert und man hat einen Weg gefunden, ne, wie man seine Freizeit genießen kann, aber wie man gleichzeitig auch ja sein Studium auf die Reihe kriegt und nebenher vielleicht noch arbeiten geht. Also, wenn man Mathematik zielstrebig sein will, dann ist es sehr zeitintensiv. Ein Vorteil mit Mathematikstudien, den vielleicht andere Studiengänge gar nicht so haben, ist, dass man hat das Semester, man arbeitet im Semester, man schreibt die Klausuren und dann ist vorbei. Also bei vielen Studiengängen ist es ja so, die müssen Hausarbeiten oder sowas schreiben unter dem Semester. In der Mathematik gar nicht. Also bis dann die Abschlussarbeiten kommen. Da hat man dann schon mal, wenn man alles auf dem Ersttermin schafft, was jetzt auch nicht immer der Fall ist, aber abgesehen davon hat man dann die Semesterferien dafür weniger zu tun als andere Studiengänge vielleicht, weil man hat keine Arbeiten, nur die Klausuren. Es ist halt so was, was man dann immer nur im Nachhinein sagen kann über Lebensphasen. Es gab schon auch entspanntere Abschnitte, und dann gab es richtig anstrengende Abschnitte. Ich glaube aber schon, dass die Studienzeit auch jetzt in der Rückschau bei mir eine Zeit sein wird, in der man halt ganz viele Möglichkeiten hatte, weil man frei war zu entscheiden, also für welche Kurse habe ich Interesse, womit beschäftige ich mich, bleibe ich heute früh noch liegen und gehe nicht zu der Vorlesung um 8 bei dieser Schnarchnase. Ich fand es ganz toll, einfach Leute kennenzulernen, die sich für ähnliche Sachen interessieren wie ich. Und klar haben wir auch Party gemacht. Ich glaube, man kann für alles an der Humboldt die richtige Crew an Leuten finden. Die Erstsemester würden mir da widersprechen, weil viele Erstsemester auch sich zum Beispiel ihren Stundenplan viel zu vollpacken und sich ganz viel Stress machen. Ja, man kann es entspannt angehen und man sollte auch eine gewisse Entspanntheit haben. Das bedeutet aber nicht, dass man irgendwie zweimal am Tag in einer Vorlesung sitzt und den Rest der Woche nichts macht. Never ever. Also wir feiern schon. Natürlich. Es ist auch immer noch nur ein Studium, ja, und es ist dazu da, zu lernen und sich selbst zu entwickeln. Und wenn man das Gefühl hat, keine Ahnung, die eine Party am Abend vor der Klausur oder aber vielleicht auch die Tour mit der Band oder das eine Praktikum oder was auch immer, ist jetzt gerade wichtiger für die eigene Entwicklung, als jetzt dem Regelstudienplan zum Beispiel zu folgen, dann von meiner Perspektive aus sollte man das auf jeden Fall immer machen. Es gibt Kurse, die einfach verlangen, dass man 10 Stunden die Woche nacharbeitet. So, und wenn man das nicht macht, dann wird es halt einfach schwierig, da irgendwie on track zu bleiben. Davon abgesehen gibt es bei uns in der Fachschaft immer Kaffee und Mate für die Prüfungszeit, falls es dann doch mal ein bisschen stressiger ist oder man ein bisschen länger hier sein muss. Ein Bemühen um und ein Ringen um Inhalte und Verstehen und ja, auch ein mühsames Lernen gehört immer dazu. Ich bin der Meinung, dass das dennoch entspannt geschehen kann, aber das ist ein Lernprozess. Party machen soll Zeit sein, so würde ich das mal sagen. Aber das soll es sonst im Leben ja auch.